Zeit tat sich nichts. Dafür habe ich jetzt eine schöne große Platte. Da ist der Fisch. Ich nutze. Wer das noch nicht kennt, ich plümpe bei mir selber Waldwürmer, lege sie dann in Salz ein für ca. 48 Stunden. Dann nehme ich kleine Vakuumbeutel, mache dann mal eine kleine Portion Würmer hinein, ein bisschen Salz auch noch mit dazu, vakuumiere das und lege das in den Froster. Davon nehme ich mir immer so 2-3 Tütchen mit. Das reicht dann, um einen netten Angeltag zu haben. Wenn man mit Systemen angelt, wie diesem Flunderwunder zum Beispiel, verbraucht man auch nicht sehr viele Würmer. Die Fische sind vorne gehakt. Und selbst auf gesalzene, eingefrorene Würmer gehen auf diese Plattfische. Mal schauen, was noch geht. So, wieder ein Biss auf gesalzene Würmer. Scheint auch wieder ein guter Fisch zu sein. Interessant. Der Fisch ging nämlich nicht auf die Würmer, sondern auf eine Springerfliege, die ich noch oberhalb des Köders angebracht habe. Die Platte kann sie doch schon mal sehen lassen. Sehr gerne Dorsche, Seelachse, Makrelen und beim Schleppen auch mal die ein oder andere Meerforelle einsteigen. Und offensichtlich mögen es auch die Plattfische. Und weiter geht's. Ganz vorne im Maul und der Fisch ist los. Die Würmer kann ich so wieder reinsetzen. Schöne Scholle, die wird schmecken. Köder hat gerade den Boden berührt. Schon steigt der nächste Plattfisch ein.
Scholle. Das waren dieselben Wurmfetzen, die noch vorher dran hingen. Es geht. Fische in der Ostsee meist relativ klein sind. Aber da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Und über 40 cm. So, jetzt mal auf Gelb. Es lief doch noch was. Ich hatte erst schon gedacht, es wäre Makrele. Wieder Echos waren über dem Boden, aber es war dann doch die Platte, die den Köder wollte. Ja, beim Stellen versetzen wieder den Blinker hinterher gezogen mit Heringsvorfach vor. Hatte auch einen Biss, hatte auch einen Fisch dran, der allerdings kurz vom Boot wieder ausgestiegen ist. Ich werde also gleich, wenn ich das Angeln hier einstelle auf Plattfisch, 2 Kilometer zur Küste zurückschleppen mit Blinker und vorgeschalteten Heringsvorfach und hoffe, dass nicht gleich alles voll Kraut hängt, sondern irgendwann noch mal ein Schwarm Makrelen gefunden wird. Mal schauen, was noch geht.